Horoskop für heute, Steinbock, 16. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Der Mond verbringt Zeit in Ihrem Bereich der Erholung, Unterhaltung, Romantik und kreativen Beschäftigungen und fördert Ihre spontane, ausdrucksstarke Seite. In der ersten Tageshälfte neigen Sie jedoch dazu, Dinge zu hinterfragen, und obwohl Ihnen das manchmal von Nutzen sein kann, kann es Sie, wenn es zu weit geht, zu unnötigen Sorgen verleiten. Sie können sich gezwungen fühlen, Dinge bis ins kleinste Detail zu regeln oder die Kontrolle über Situationen zu übernehmen, denen Sie wahrscheinlich etwas Raum geben sollten. Versuchen Sie nach Möglichkeit, nicht in Machtspiele zu verfallen. Achten Sie auf Ängste und unnötige Sorgen. Im Laufe des Tages wird dies einfacher und sogar natürlich. Die Energien unterstützen jetzt aufrichtige Beschäftigungen. Ihre Interaktionen mit anderen können eine angenehme Intensität aufweisen. Emotionen und Gedanken treiben kreative Bemühungen an, und emotionale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber kann sie in die richtige Richtung lenken. Einer der wichtigsten Wendepunkte Ihres gesamten Jahres steht bevor. Ein mächtiger Vollmond in Ihrem Solarhaus der wahren Liebe, Romantik und des Vergnügens wird morgen erscheinen und bis Mitte nächster Woche nachhallen. Er rückt Herzensangelegenheiten ins Rampenlicht und bringt Ihnen wahrscheinlich einen wichtigen Wendepunkt. Wenn Sie Single sind und locker ausgehen, treffen Sie möglicherweise einen Seelenverwandten oder eine Zwillingsflamme, jemanden, der Ihr Leben und Ihre Perspektive für immer verändert. Paare können ihre Beziehung durch mehr Leidenschaft, Versprechen oder Elternschaft vertiefen. Wenn Sie jedoch nicht mit der richtigen Person zusammen sind, können Sie auseinanderbrechen und einander im Staub zurücklassen. Was könnte Sie inspirieren? Die Inspiration könnte von etwas Physischem kommen, wenn der Mond in den Stier eintritt, seine Erhöhung. Musik, Essen, Textilien oder Zeit in der Natur könnten Ihre Produktivität ankurbeln. Sie könnten etwas Großartiges schaffen, nachdem Sie sich die Zeit genommen haben, etwas Schönes zu genießen. Das könnte sogar für Ihre Kollegen offensichtlich sein, denn der Mond wird später heute in Trigon zu Venus in Ihrem Zeichen stehen. Sie könnten ein strahlendes Leuchten haben, das niemand leugnen kann. Seien Sie stolz darauf, diese schöne Energie auszustrahlen, denn sie wird Ihnen mehr Wohlstand und Erfüllung in Ihrem Arbeitsleben bringen. Sie fühlen sich vielleicht frustriert über die Urteile, die Ihr Verstand produziert. Die heutigen Aspekte laden uns ein, mit uns selbst und anderen mitfühlend zu sein, doch Ihr Zeichen ist so sehr auf Fairness ausgerichtet, dass es Ihnen vielleicht schwerfällt, mitfühlend zu sein, wenn jemand oder etwas in Ihren Augen einfach falsch ist. Treten Sie einen Schritt zurück und machen Sie eine Pause von solchen Situationen. Schwimmen wäre jetzt empfehlenswert, um Ihre eigene Schwerelosigkeit zu spüren, während Sie diese Frustrationen abbauen. Wenn Sie sich heute ein bisschen Spaß gönnen können, wird der Tag sicher ein voller Erfolg. Es liegt eine gewisse Schwingung in der Luft und alles, was mit sozialer Interaktion zu tun hat, wird sehr gut ankommen. Nehmen Sie aktiv an virtuellen Meetings oder Versammlungen teil, an denen Sie teilnehmen müssen. Wenn Sie merken, dass Sie nicht so konzentriert sind wie sonst, verwenden Sie eine Agenda, damit Sie nichts Wichtiges verpassen. Wenn der Arbeitstag vorbei ist, versuchen Sie, sich, wenn möglich, mit Freunden oder der Familie zu treffen. Genießen Sie etwas Lachen und eine schöne Zeit. Während der Mond am Wochenende in Ihren Arbeitssektor zurückkehrt und sich mit dem Südknoten zusammentut, um Ihre beruflichen Pläne in Ordnung zu bringen, bevor Pluto nächste Woche in Ihren Einkommenssektor zurückkehrt, raten Ihnen sogar die beruflichen Kräfte, sich zurückzuhalten. Da der Mond heute nicht nur in einen lustigen, verspielten, romantischen und kreativ aufgeladenen Teil Ihres Horoskops zurückkehrt, sondern auch den Vorlauf zum einzigen Vollmond in diesem Jahr einleitet, ist dies die richtige Ablenkung zur richtigen Zeit. Da Venus, der Planet der Liebe, in ihren frühen Tagen im Steinbock steht und Pluto nur noch wenige Tage vom Abschied entfernt ist, ist dies etwas, von dem beide profitieren werden. Zwei Tage, nachdem Venus in den Steinbock zurückgekehrt ist, um ihre Wünsche und Erwartungen in Bezug auf Romantik und Beziehungen auf den neuesten Stand zu bringen, kehrt der Mond heute nicht nur in ihren romantischen Sektor zurück, sondern leitet auch die Vorbereitung auf den romantischsten Vollmond des Jahres 2024 ein. Dies ist etwas, das dem Geist der Romantik immer einen ordentlichen Schub verleihen würde, aber dieses Mal ist der Planet der Liebe hier, um Ihnen dabei zu helfen, dies einzufangen. Täglicher Planetenüberblick.
Der heutige Tag bringt eine einzigartige Mischung aus Motivation und Widerwillen, da der Mond im ruhigen Stier im Quadrat zum energischen Mars im kühnen Löwen steht. Einerseits gibt es einen Teil von Ihnen, der den Antrieb verspürt, Dinge zu erledigen, Aufgaben anzugehen, Besorgungen zu machen oder sich in die To-Do-Liste zu stürzen. Aber auf der anderen Seite spüren Sie vielleicht diesen hartnäckigen Widerstand, einen trägen Drang, es sich gemütlich zu machen und sich ablenken zu lassen, sei es, dass Sie durch Ihr Telefon scrollen oder einfach noch ein bisschen länger im Bett bleiben. Wenn Sie dieses innere Tauziehen spüren, wissen Sie, dass Sie nicht allein sind. Wir alle kennen diese Tage, an denen wir produktiv sein wollen, aber unsere Motivation fehlt. Manchmal ist der schwierigste Schritt der erste, aufzustehen, anzufangen oder einfach nur die Füße auf den Boden zu stellen. Aber vertrauen Sie darauf, dass Sie, wenn Sie es geschafft haben, wahrscheinlich den Funken Produktivität auf der anderen Seite finden werden. Wenn Sie anfangen, selbst wenn es nur ein kleiner Schritt ist, können Sie dieses faule Gefühl abschütteln und ein Erfolgserlebnis erleben. Heute ist die Energie auch ideal, um Ihre Konzentration sinnvoll einzusetzen. Wenn Sie diesen anfänglichen Widerstand überwunden haben, versuchen Sie, sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren. Überlegen Sie, was Ihnen wirklich wichtig ist, was Ihrem Leben einen Mehrwert verleiht und welche Aufgaben Sie Ihren Zielen näher bringen. Betrachten Sie es als einen mentalen Neustart. Die Erkenntnisse von heute können Ihnen dabei helfen, Ihre Prioritäten zu ordnen, sodass Sie auch dann, wenn es hektischer wird oder Ablenkungen auftreten, eine solide Grundlage haben, um voranzukommen. Indem Sie darüber nachdenken, was wichtig ist, bauen Sie Widerstandsfähigkeit für die Zukunft auf. Konzentration ist zwar gut, aber ein wenig Geduld kann sehr hilfreich sein. Mit Mars im Spiel besteht die Möglichkeit, dass Spannungen aufkommen, insbesondere wenn die Dinge nicht so schnell vorangehen, wie Sie möchten, oder wenn Diskussionen hitzig werden. Wenn Sie sich in einer Debatte befinden oder versucht sind, mit einer starken Meinung dazwischen zu reden, atmen Sie tief durch. Betrachten Sie dies als eine Gelegenheit, ruhige und besonnene Kommunikation zu üben. Manchmal kann ein wenig Zurückhaltung, ein kühler Kopf und eine sorgfältige Wortwahl Missverständnisse verhindern und dafür sorgen, dass alles auf Kurs bleibt. Körperliche Betätigung kann auch eine fantastische Möglichkeit sein, angestaute Energie oder Frustration abzubauen, die durch das Auf und Ab des Tages entstehen können. Ein kurzer Spaziergang, ein Lauf oder sogar ein paar Minuten Stretching können helfen, den Kopf frei zu bekommen und es einfacher machen, das Gleichgewicht zu halten. Denken Sie auch daran, ausreichend zu trinken, besonders wenn Sie sich unruhig fühlen. Wenn Sie sich um Ihren Körper kümmern, bleiben Sie geerdet, während Sie Ihre Aufgaben erledigen. Und während Sie all diese verschiedenen Energien ausbalancieren, denken Sie daran, sich auch etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. Es passiert leicht, dass wir uns so sehr auf die Produktivität und die Bedürfnisse anderer konzentrieren, dass wir unsere eigenen vergessen. Gönnen Sie sich eine nahrhafte Mahlzeit oder nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um einfach durchzuatmen und zu entspannen. Sich um sich selbst zu kümmern ist kein Luxus, es ist wichtig, um Ihre Energie stabil und Ihren Geist klar zu halten. Ein weiterer Punkt, den Sie heute berücksichtigen sollten, ist ein wenig Selbstbewusstsein in Ihren Interaktionen. Unter diesem kosmischen Einfluss bemerken Sie vielleicht, dass Sie sich besonders für Ihre Ideen oder Ziele begeistern. Es ist wunderbar, Leidenschaft zu haben, aber es ist ebenso wichtig, offen für die Beiträge anderer zu bleiben. Waren Sie schon einmal in einem Gespräch, in dem Sie so aufgeregt waren, Ihre Gedanken mitzuteilen, dass Sie vergessen haben, innezuhalten und zuzuhören? Heute kann es Ihre Superkraft sein, diese Tendenz zu bemerken. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein ruhiger Beobachter, jemand, der aufmerksam zuhört und alle Perspektiven wertschätzt. Mit diesem Ansatz schaffen Sie Raum für ausgewogenere und bereicherndere Gespräche. Wenn wir offen zuhören, laden wir andere ein, Erkenntnisse zu teilen, an die wir allein vielleicht nicht gedacht hätten. Manchmal kommt die wertvollste Weisheit aus unerwarteten Quellen, und wenn man für die Standpunkte anderer offen ist, kann das zu Durchbrüchen und tieferen Verbindungen führen. Ich möchte Sie ermutigen, im Laufe des Tages darüber nachzudenken, wie Sie Ihre eigenen Bedürfnisse mit denen anderer in Einklang bringen. Haben Sie Momente erlebt, in denen es in einem Gespräch den Unterschied gemacht hat, sich diese zusätzliche Sekunde Zeit zum Innehalten und Durchatmen zu nehmen? Oder vielleicht eine Situation, in der Sie durch das Überwinden anfänglicher Widerstände etwas erreicht haben, auf das Sie stolz sind?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren. Ihre Erkenntnisse könnten bei anderen Anklang finden und uns alle daran erinnern, dass wir diese Reise gemeinsam antreten. Lassen Sie uns die Energie des heutigen Tages als Chance nutzen, um Gleichgewicht zu finden, Verständnis zu fördern und zielstrebig voranzukommen. Der Kosmos unterstützt uns dabei, uns einzustimmen, zuzuhören und jeden Schritt bewusst zu unternehmen. Machen wir den heutigen Tag zu einem Tag des Wachstums, der Einsicht und der positiven Dynamik.